Hallo meine Lieben, hier komme ich jetzt mit 10 Tipps um die Ecke für das Lateinlernen. Also, das Lateinlernen ist für viele auch so, die mit mir zusammen lernen, ein echtes Problem. Und ist so, dass viele wirklich Probleme haben, dem Schulunterricht zu folgen. Deswegen jetzt hier meine Tipps. Also Tipp Nummer 1 ist, pimpt euren Wortschatz. Wenn ihr könnt, lernt die Vokabeln, die ihr in den Lektüren oder Büchern braucht. Und wenn es schon so ist, dass der Zug relativ abgefahren ist, versucht den Wortschatz erstmal über das Lernen vom Bamberger Wortschatz, also den wichtigsten 1200 Wörtern, 50 Wörtern, bis zur Lektürereife, versucht das über diesen Weg zu machen. Über diesen besonderen Wortschatz mache ich nochmal ein kleines separates Video, damit ihr euch da ein bisschen reingucken könnt. Aber fangt an, wirklich jeden Tag Vokabeln zu lernen. Ich habe jetzt, weil ich mit Felix dem Buch arbeite, topteach.ch auf mein Handy gepackt, als Startseite sozusagen. Und bevor ich immer was anderes mache, mache ich immer eine Lektion Top Teach und versuche so Wartezeiten zu überbrücken und zu nutzen und insgesamt 2, 3 Minuten am Tag 4, 5 Mal die blöden Vokabeln aufzuarbeiten. Das hilft wirklich. Ihr könnt euch die natürlich auch auf Band sprechen. Ich werde nochmal zum Vokabellernen ein eigenes Video machen, denke ich, weil das lohnt sich wirklich. Das ist halt so ein Thema. Aber wir wollen ja jetzt Latein lernen. Also erstens, pimpt euren Wortschatz, nehmt es ernst. Zweitens, Grammatik, also Grammatik-Spickzettel. Es ist so, dass ihr ja super viele Grammatikthemen habt, die auch dann manchmal nicht so ganz einfach so immer zu erinnern sind. Und deswegen kann es total gut sein, wenn ihr euch die Grammatik quasi auf eine Art Spickzettel schreibt. Also ich habe dafür 3 DIN A4 Seiten, wo ich das wirklich so ganz klein mit Mini, Mini, Mini Schrift alles raufgezwängt habe. Mir war wichtig dabei, das alles auf einen Blick zu haben. Das war für mich ganz wichtig. Und die lege ich mir neben den Übersetzungen dann immer hin. Ja, das ist ganz wichtig, wenn es darum geht. Nun besteht ja aber der Wortschatz und die Grammatik auch, wenn ihr diese separat lernt, ist es ja erstmal so mit einem geringeren Nährwert verbunden, sage ich mal. Also deswegen würde ich euch empfehlen, Wortschatz und Grammatik zu verbinden. Das ist zwar jetzt ein bisschen aufwendiger, aber ihr könnt ja so eine Art Vokabeltest machen. Und wenn ihr zum Beispiel eine Vokabel falsch hattet oder so, dann dekliniert oder konjugiert ihr die einmal durch. Je nachdem, was es ist, ob es ein Verb ist oder nicht. Und dabei lernt ihr dann ja gleichzeitig die Konjugation und Deklination nochmal, festigt das nochmal und geht nochmal anders an den Stoff ran. Also das kann auf jeden Fall sehr gut sein. Dann wäre noch ein weiterer Tipp die Lehrbuchtexte, dass ihr euch die nochmal vornimmt, denn wenn man sich Vokabeln einfach nur stumpf durchliest, kann unser Gehirn sich das überhaupt nicht so gut merken, wie wenn das in einer Art Kontext, also mit einem Hintergrund passiert. Ja, also das kann sich das Gehirn 20, 30 Mal besser merken, einfach aus dem Grund, weil das Gehirn das dann halt in ein bestehendes Raster ein haken kann. Wir lernen ja nicht so, wie man kann sich das nicht, den Lernprozess darf man sich nicht so vorstellen wie ein Zettel, der in einen Aktenordner geheftet wird, sondern es ist vielmehr so ein Haken, der in einem Netz einhaken muss. Und je breiter dieses Netz, also je enger dieses Netz geknüpft ist, umso mehr Anhaltspunkte, also Einhakpunkte, kann unser Haken finden. Und umso besser bleibt es dann haken. Und deswegen ist es gut, wenn ihr Lehrbuchtexte habt, da habt ihr nochmal so Hintergründe fürs Gehirn, also was machen Markus und Claudia gerade? Ja, solche Sachen. Das ist auf jeden Fall gut. Dann solltet ihr Übersetzen üben. Also, ihr schaut euch die wichtigsten Regeln nochmal an. Also, gerade so, wie übersetzt man ACI, wie übersetzt man Partizipialkonstruktionen und versucht die zu erkennen. Ne? Und übt das wirklich auch so, macht euch da auf eurem Grammatikzettel wirklich hübsche Merksätze und so. Und nur so kriegt ihr das wirklich in den Griff.
Ja, das ist ziemlich wichtig. So, wenn ihr eine Lektüre habt, ne, also dann lest die auch auf Deutsch erstmal durch, damit ihr den Hintergrund habt. Das ist der nächste Tipp. Also wenn ihr eine Lektürereihe habt, zum Beispiel Seneca oder Aeneas oder so, lest die wirklich komplett auf Deutsch einmal durch, dass ihr die Inhalte auch wirklich verstanden habt und dass ihr erstmal so diesen Rahmen habt, in dem ihr euch nachher bewegt. Und auch selbst wenn ihr nachher in eine engere feinsprachliche Analyse geht, dieser Rahmen ist ja das Wichtigste erstmal. Auch dieses Inhaltliche, worin gliedert sich das, was ihr da seht. Dann wäre noch wichtig, beschäftigt euch auch mit Stillehre. Also die römische Sprache, also die Römer, die haben ja sehr viel Wert auf Sprache gelegt und auch auf so eine feine Ausarbeitung der Sprache. Und wenn ihr euch mit Stilistik beschäftigt, dann werden euch manche Redewendungen einfach sofort ins Auge springen. Eine weitere gute Hilfe, wenn ihr jetzt schon fortgeschrittener seid im Stoff, ist es, euch falsche Freunde anzugucken. Also die Vokabeln, die man echt immer so falsch übersetzt und wo man eigentlich immer so das Problem hat, dass man nicht so richtig weiß, ist es jetzt diese Vokabel oder jene? Dazu kann ich auch gerne nochmal ein Video machen. Ja, dann noch eine Sache, die mir immer total schwer fällt, das sind diese kleinen Wörter, also dieses tum, dum, quitsch, quod, also diese kleinen Fitzelchen, die in der Summe gesehen ein Viertel des Wortschatzes, wenn nicht sogar noch mehr ausmachen, 30%, die sind echt wichtig. Und wenn ihr nicht weiter wisst, schreibt euch die doch einfach mal auf. Also macht euch doch dazu so eine Tabelle oder so Merkzettel, Spickzettel. Also die kleinen Wörter und die falschen Freunde. Und echt, total wichtig, Stammfunktion, ne? Also Stammwörter. Ja, ich bin gerade dumm. Wie heißt denn das? Stammfunktion ist doch Mathematik. Stammform. Also bei den Verben die vier Formen. Dass ihr da auf jeden Fall die immer drauf habt, das wäre total wichtig, damit ihr da auf jeden Fall ja immer wisst, wie ihr was wie behandeln müsst. Das wäre total gut, wenn ihr das verinnerlicht. Ja, ich hoffe, das war hilfreich. Danke und bis bald.